Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Heute steht wieder an, direkt zu Beginn, ein Alarmstufe Rotmonster. Eine Schlange war es diesmal, ne? Meine ich mich zu erinnern? Yo, viel Spaß. Nein, nicht abbrechen. Ja, okay, gut. So, aber wie stelle ich denn jetzt mein Team auf? Das ist jetzt so die Frage. Ja, Lafayette bleibt auf jeden Fall drin. Velvet bleibt auf jeden Fall drin, weil Velvet ist die, die ich spielen werde, um halt den maximalen Damage rauszuballern. Rokuro, weiß ich nicht. Eleanor wäre vielleicht ganz nett, weil sie ja Statuseffekte wegmachen kann. Das wäre gar nicht verkehrt. Wobei, ich könnte sie ja auch einwechseln. Moment, ich könnte mal kurz ihre Arts einstellen. Ich könnte sie halt dann einwechseln. Und dann halt mit Inspiration hier, aber sie kann ja auch heilen. Und sie halt nur Lähmungseffekte, nicht Statuseffekte. Ja, ist schwierig, ja, weil irgendwie, ich habe vier Leute, die heilen können. Ja, also Lafayette ist so mein Hauptheiler, würde ich jetzt sagen. Und die anderen können ja auch alle irgendwie heilen, bis auf Rokuro und Velvet. So, die Frage ist, belasse ich das Team so? Oder hole ich mir jemanden noch rein? Ich glaube, ich hole mir noch Magilu rein, damit wir noch ein bisschen Fernkampf haben. Weil Rokuro steht dann vorne dran, sie steht vorne dran, Velvet steht vorne dran. Und wenn der Gegner jetzt irgendwie so Flächenangriffe hat, dann könnte das ein bisschen problematisch werden. Deshalb würde ich sagen, packen wir mal zur Not Magilu rein. Nein, falsch. I'll join your little company. Leave the fighting to me. So, genau, leave the fighting to me. Und dann versuchen wir es mal, ja. Ich habe keine Ahnung, was er drauf hat. Ich gehe davon aus, dass er Gift hat, weil wir hatten Gift noch gar nicht gehabt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es in den Tales-Spielen überhaupt Gift gibt. Gibt es Gift in Tales? Ich kann mich gar nicht erinnern. Gab es Gift? Doch, es gab Gift auf jeden Fall. Yay, mein Dualshock ist fast leer. Perfekt. Perfekt zum Bosskampf. Und ich habe das Gefühl, dass er Gift haben wird oder irgendwie sowas ähnliches haben wird, weil wir hatten noch gar kein Gift gehabt und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt uns Gift vorgestellt wird. So, ich denke mal, wir räumen erstmal die Kleinen weg. Erde war Kreis. So, machen wir erstmal die Kleinen hier weg. Ja, gut. Gut, dass du das auf den kleinen Pisser machst. Sehr gut, aber jetzt haben wir alle kleinen Pisser weg. Ist ja auch mal was. Moment, Schwäche war Erde, guckt euch das an. Der ist Level 27. Meine Leute sind gerade alle Level 19 und 18. Moment, ich brauche auch SG. SG. Weich aus und gib ihm jetzt. Hör auf zu blocken. Oh. Brauch SG. Weg. Ja, solange sich die Schlange auf mich noch konzentriert, können die anderen. Fuck. Der hat mich one-hitted. Nice. Das war ein interessanter Angriff. Okay, was heißt one-hitted? Ich hatte die Hälfte meiner Leben gehabt. Aber dennoch war es ein ziemlich gemeiner Angriff. Rokuro, du stehst gerade so alleine. Da kannst du ruhig. Moment, ich bin falsch. Ich muss hier hin. Du stehst ja gerade alleine in Entfernung. Kannst du ruhig also Velvet wiederbeleben. So, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn? Okay. Macht euer Ding! Macht nur euer Ding! Ich brauche SG! Okay, ich habe ein SG aufgebaut. Ich brauche noch einen. Perfekt. So, jetzt habe ich wieder drei und Abschlussangriff. Komm schon. Ja. Okay, läuft gut, läuft gut. Okay, ich muss weg, ich muss weg. Wow. Du eklige Schlange, wie sie die ganze Zeit auf Velvet drauf geht. Ja, perfekt. Perfekt, wir haben viele SG aufgebaut. Und da ist er down. Ja, easy. Rüstungsknacker gelernt. Nice. Kalzitdolche und Kalzitamorreif gemeistert. Und wir haben einen neuen Ventit erhalten. Verdoppelt die Effekte für den Erstschlag im Kampf. Nice. Okay. Ihr habt mir auch in den Kommentaren jetzt mehrmals geschrieben, ich soll ja unbedingt die Siegesposen, die Siegesgespräche nicht skippen. Ich soll sie drin lassen. Kann ich gerne machen, aber da passiert ja nicht so viel. Also, was heißt nicht viel? Wir sagen schon ein paar nette Gags oder sowas, aber es wiederholt sich. Ja, ich habe halt am Anfang auch alle drin gelassen, weil es interessant war. Aber dann hat sich das angefangen zu wiederholen, dass jede Sieger, nicht Pose, mir fällt das Wort irgendwie dafür. Das richtige Wort fehlt mir. Sieger, die Siegerszene einfach, sage ich mal, ja. Hat sich dann immer wiederholt. Es waren immer dieselben Sätze, immer dieselben Texte, dass ich dann angefangen habe zu skippen. Aber da sind jetzt wohl ein paar neue dazugekommen. Und
die scheinen wohl interessanter zu sein. Aber vermutlich, wenn man sie auch zwei, dreimal gehört hat, dann kommen wieder immer dieselben wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Woher kam ich denn letztes Mal? Kam ich von hier? Bin ich am Turtles vorbeigelaufen? Oh, ist das verwirrend. Oder kam ich von da unten? Ich glaube, ich kam von da unten. Vom Speicherpunkt. Aber wir können jetzt auch kurz mal speichern, wenn wir gerade schon den Boss besiegt haben. Ja komm, machen wir dich. Machen wir dich. Er schwäche Erde. Ja, damit komme ich klar. Oh, die haben mich direkt verlangsamt und mich direkt gestunt. Wow. Oh, eklige Viecher. Kurz aufladen. Und auch nur Velvet wurde verlangsamt, ne? Ja, okay, die haben auch Velvet alle angegriffen. Alter, sind die denn nervig jetzt hier auf einmal? Welche Level sind die denn hier alle? Level 19. Ja, guck mal, die gehen klar. Aber krass, dass der Boss, also nicht der Boss, sondern das Alarmstufe Rotmonster, einfach 8 Level über dem normalen Level dieser Monster ist. Dann bin ich ja theoretisch gar nicht so unterlevelt, würde ich sagen, oder? Weil ich bin ja auf dem Level der aktuellen Monster, sage ich mal. Aber die Alarmstufe Rotmonster sind wohl normal, dass sie dann irgendwie mehrere Level drüber sind. Blood Moon. So. Ich würde aber sagen, heute spielen wir nicht Velvet. Wir haben jetzt Velvet letztes Mal, glaube ich, gespielt. Ja, ne? Recht viel. Moment, ich muss auch die Meisterfähigkeiten hier wieder neu einstellen. Du hattest hier keine neue Rüstung gehabt. Hier läuft alles noch. Bei dir läuft auch alles noch. Yep. Bei dir läuft auch noch alles. Yep. Bei dir sind die Dolche gemeistert, aber ich glaube, ich habe auch keine anderen Dolche momentan am Start, oder? Ne, der hat sie schon alle gehabt. Gut. Kalzitarmreife hat er auch gemeistert, aber die anderen Armreife hat er auch schon gehabt. Ja, hier hast du alles. Eleanor. Sie hat das hier gemeistert, aber hier habe ich auch nichts anderes. Ja, gut. So, wen spielen wir denn heute? Eisen hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr gehabt, oder? Ich glaube, Eisen hatten wir schon länger nicht mehr gehabt. Ja, ich will dich in. So, mach mal so. I will devour anything gets in my way. Hast du irgendwas Neues, Wundervolles bekommen? Das ist ja auch hier alles automatisch schon wieder eingestellt. Die Winterwinde sind nämlich neu. Mal kurz gucken. Neu ist der Luftstoß. Erzeugt eine Unzahl formloser Klingen, die um den Gegner erscheinen und ihn schneiden. Okay. Lässt Felsspeer. Was habe ich denn hier als gerade bei ihm als Standard eingestellt? Nicht Standard, sondern als diese Fähigkeit. Hier habe ich Schnelligkeit. Die kann eigentlich erstmal weg, würde ich sagen. Und da machen wir jetzt irgendwas Elementares hin. Bewegt sich sofort zu einem Gegner hin? Ja. Lässt Felsspeere aus dem. Ja, jetzt kann ich entscheiden, entweder Wind oder Erde. Steinlanze oder Luftstoß? Machen wir mal einen Luftstoß, weil der zieht am meisten SG weg. Das könnte vielleicht auch davon kommen, dass er am meisten Schaden macht. Deshalb nehmen wir mal Luftstoß. Hier haben wir die Windlanze. Was haben wir denn hier so Schönes? 5 vor 12. Freie Bahn und Nötigung. Hier haben wir dann auch das Gleiche. Können wir mal was ändern. Winterwind. Lassen wir mal drin. Freie Bahn. Nötigung haben wir drin. Winterwind. Tempo. Schlägt unter vollem Körpereinsatz und schickt eine Welle aus komprimierter Luft aus. Das haben wir nirgendwo in keiner Kombo drin, ne? Ne, da können wir mal Tempo hier reinballern. So. Und Nötigung. Schicksal habe ich auch nirgendwo drin. Was ist denn Schicksal? Schlägt schnell gegen die Luft, um eine Schockwelle zu erzeugen. Ja, komm, machen wir das mal hier hin. Moment. Die auch Gegner treffen kann, die sonst. Ansonsten, ja. Auch treffen kann. So, das heißt, das kann ich auch im Nahkampf wahrscheinlich benutzen. So, das machen wir so. Das lassen wir ganz normal. Und hier haben wir dann jetzt, was sind das für Elemente alles? Er hat, glaube ich, auch immer nur. Doch, er hat auch alle Elemente. Bis auf Feuer hat er alles, oder? Ja, Feuer hat er, glaube ich, noch nicht. So, Windlanze. Theoretisch kann ich ja das hier. Moment, machen wir Windlanze? Ne, machen wir hier mal hier. Steinlanze und danach direkt die Windlanze. Machen wir mal so. Ja. Machen wir mal so. Und hier ist der Luftstoß. Genau. So. Gut. Machen wir das so. Weg. Und let's go. Kurz mal speichern.
Und dann können wir... Moment, wen hatte ich noch nie wirklich... Nee, ich hatte schon alle mal vorne gehabt, ne? Ich hatte schon alle gehabt. Ja, doch, müsste ich ja alle gehabt haben. So, speichern wir mal kurz ab. Wo speichern wir? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Level 17, Level... Ja, ist egal, können wir eigentlich hier machen. So, gut. Eisen, du bist heute im Fokus, also mach eine gute Figur. Mach eine sehr gute Figur, das wäre sehr schön von dir. So, ich muss dann links lang, würde ich sagen. Weil geradeaus, hier war dann Alarmstufe rot, ne? Und von da unten müsste ich dann kommen. Das heißt, das ist der einzige Weg, wo ich hingehen könnte. Ja. So. Da ist nur ein Shop. Heißt es, da kommt gleich noch ein Bosskampf oder was? Was hab ich für eine Schwäche gehabt? Gar keine Schwäche. Ja gut. Dann show me what you got, Eisen. Ah, die können ja verlangsamen, stimmt. Das war ekelhaft. Moment. Nicht das. Hier, ein Dreieck. Wollte ich einsetzen, nicht Kreis. Ah, blocken. Ja, das Problem ist... ich weiß nicht, ob das Velvets besondere Fähigkeit ist. Und zwar, dass Velvet mit zwei SG dreimal angreifen kann. Weil bei den anderen war es immer so, also soweit ich mich erinnern kann, also auf jeden Fall war es bei Eisen und Magilu so, dass wenn sie zwei SG haben, sie auch nur zweimal angreifen können. Und bei Velvet, sie konnte, glaube ich, immer einmal mehr angreifen, als sie darf. Oder was heißt, als sie darf, als die anderen dürfen. Ja, deshalb, ich weiß nicht, ob das Velvets Fähigkeit ist oder ob das vielleicht einfach nur bei manchen anderen einfach so, sag ich mal, ihre negative Fähigkeit ist. Sprich, dass sie einfach stärker an sich sind, aber dann auch eine kürzere Combo haben dürfen mit ihrer SG-Anzahl. Und das ist das Shigure, den wir da stehen haben? No. Ich glaube schon. Well, if you aren't the craziest demon, your body's harder than your own sword. Who's this? That's Lord Shigure, one of the only two legate exorcists in the entire abbey. A legate, same as Melchior. Eleanor, fancy meeting you here. What the hell happened to you? You get captured by a demon? Or are you a turncoat? I'm... don't matter. I do my own thing. I got no standing to tell you how to live. Still, today's my lucky day. Never thought I'd encounter the one and only Stormquell. Shigure, I think someone over there wants your attention. He looks lonely. You're right, I'm being a jerk. Just can't pass up the chance to tease my little brother. Can I, Rokuro? Your brother? You haven't changed a bit, Shigure. You go blind, dumbass? I'm bucket load stronger now. You're the one who hasn't changed, I bet. You still hung up on trying to take me down? The one you want to beat in a fight? That's him? I'm not who I was that day either, brother. Oh, wait. You're a demon? Now it's getting good. But I wonder, has that really changed anything? Oh shit. When my real storm howl breaks your sad reject again, you gonna piss yourself like last time? Ein echtes Sturmheulen? Hat Rokuro ein Fake? I'll handle him. Oder wie jetzt? Luffy said, no matter what, I need you to stay out of it. All right. Das ist ein 1v1? Oh nein! It's been too long since we crossed swords, brother. 24? Er hat keine Schwäche? Shut up! You're dead! Oh. You regret sparing my life! Geh weg! Ich hätte vielleicht nicht meinen R2-Angriff einsetzen sollen. Jetzt habe ich nur 2 SG. Fuck. Fuck, 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 fuck. Komm her, komm her, komm her.
Was ist das hier eigentlich für eine Insel? Ist das hier die Insel der 1v1-Duelle? Okay, ich habe, glaube ich... Ja, genau, da ist ein SG. Habe ich gerade durch das perfekte Ausweichen bekommen. So, jetzt komm her, ich brauche noch ein SG. Ah, seine Combo. Das ist seltsam irgendwie, dass er halt... Ah, fuck. Dass er halt erst so zuschlägt, dann zurückspringt und dann nochmal zuschlägt. Jetzt, genau. Ah. Perfekt. Perfekt. Komm, komm, steh auf, Bruder. Ich hab ihn sogar gelähmt, Alter. Nein. Der war ja einfach. You're feisty as a demon. I like it. Er holt gleich sein Schwert raus. I think our fight's over. Rokuro! What? My body! I said stay out of this! We're just getting started here! Oh? No backing down for you this time, huh? But we're done for today. Das ist ein Malak. Sigurai! Oh, calm down, Rokuro. We could have a real fight sometime if you actually brought a decent sword. Go ask that old bastard there to make you one. I'll be waiting. Huh? Who? That demon in the armor. Kuragane. Oh, lol. The blacksmith from the story. I'll be waiting for you at Port Cadnix. Unless you can beat me, you ain't getting off this island. Who are you to decide that? You got a problem with it, lady? Best of luck, you demons. You'll need it. Lord Shigure, sir. I'm on a high-level mission. Eleanor, babe, I get it. You've gone rogue. Have fun with that. I see you again. I'll kill you. He wasn't even trying yet. You can tell. But if we all fight him together... That won't work. But there is another way. What are you talking about? What way? Follow me. Okay, Ganondorf. Rokuro! Oh Mann, ey. Wo soll ich nur anfangen? Velvet, aren't we going after him? This is his fight. It has nothing to do with me. But Shigure said he'd be waiting at the port. He may be a nutball, but I don't think he's fool enough to let us slip past. Exactly. And as a swordsman, he's even more skilled than Artorias, and that's saying something. We're mice with our tails pinned, and the cat's licking his lips. At the very least, Kurogane seems to have some kind of plan. Fine. We'll hear what he has to say. Die Sache ist jetzt die. Was meinte er mit, das wahre Sturmheulen oder die wahre Sturmheule? Das klingt immer so komisch. Das habt ihr jetzt auch mehrmals in den Kommentaren geschrieben, dass es nicht Sturmheule heißt, sondern Sturmheulen. Aber, das klingt seltsam irgendwie, das Sturmheulen irgendwie, weiß ich nicht. Das klingt irgendwie seltsam für ein Schwert, Sturmheulen. Sturmheule klingt irgendwie passender, weiß ich nicht. Vielleicht empfinde ich das auch nur ich so und deshalb sage ich dann immer Sturmheule. Keine Ahnung, aber es heißt Sturmheulen. Und er meinte wohl, dass er wohl das wahre Schwert oder das richtige Schwert hat. Und Rokuro nun Fake hat. Und was war das jetzt mit dem Scheiß von wegen, yo, besorgt dir ein vernünftiges Schwert, bevor wir miteinander kämpfen. Was ist denn jetzt mit seinem scheiß Schwert auf dem Rücken? Rokuro, was hast du da auf dem Rücken, Mann? Wenn das nicht die, wenn das jetzt nicht das Sturmheulen ist. Der Sturmheulen. Das Sturm, das klingt so seltsam. Auf jeden Fall, wenn das nicht das richtige Schwert, was hat er dann auf dem Rücken? Und kriegt er jetzt ein Sturmbrecher von Kurogane? Oder was passiert da jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ein Gespräch. Moment, gönnen wir uns das mal.
What was that fat cat creature with Shigure? You mean Morgrim? She's a Moloch. She just looks different. And? And what? She has all the abilities of a Moloch. I'm not trying to keep anything from you. All I know is her name and that she's a Moloch. Huh. Lord Shigure is an exorcist legate, but he's also a warrior who can match exorcists or demons even without the use of Moloch arts. Since no one has ever seen Shigure use an art, Morgrim is considered one of the Seven Wonders of the Abbey. The Seven Wonders of the Abbey! No one knows Morgrim's capabilities, or even the details of Shigure's pact with her. No one! Except me, that is! Huh? This is all highly classified, but Morgrim is incredibly lazy. The price she demanded of Shigure for making a pact with her was grooming and defleeing! Anything else? Oh, and on a point of sensitivity, she's chubby, not fat. She may be our enemy, but she's also a woman. You should try not to hurt each other's feelings. Sehr süß. Anything else? Her thick eyebrows are all the rage with Malakim, so much so that false eyebrows are expected to be the next big thing. Well, if he's that strong without Moloch arts, I don't want to see what he's like with them. Das stimmt, aber der hat im Kampf jetzt nichts Malak-mäßiges benutzt. Der hat ganz normal nur mit seinem Schwert gekämpft. Ja gut, ist aber auch ein Schwertkrieger, ja. Das ist halt mal was ganz Neues, sage ich mal, unter den Exorzisten. What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? Well, das war Lavi. I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that, and more just stupidity. You're supposed to be protecting Lafayette. Don't get yourself into trouble you don't need. Even if one of her own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right, I understand. Lafayette, next time she acts up, stop her. Understand? We don't know what she's got up her sleeve. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group, if I ever hope to wrest the child from them. Aber jetzt, wo er es sagt, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Er weiß ja jetzt seit dem Kampf gegen Artorius, wieso sie ihn Lafayette genannt hatte. Weil es ihr Bruder ist. Und jetzt fühlt sich doch der kleine Lafayette nur umso unwohler. Weil er sich denkt, ja, sie mag mich eigentlich nicht für das, was ich bin, sondern sie mag mich nur, weil ich sie an ihren Bruder erinnere. Blocken, weil jetzt kommt die Scheiße. So, okay. Moment. Genau, der hat keine Schwäche. Wollte ich? Musste ich? Wieso? Ich bin gerade verwirrt, wieso ich wieder auf Velvet eingestellt bin. Ich war doch auf. Ich habe doch eingestellt, dass ich Eisen spiele. Eisen, mein Freundchen, komm nach vorne. I'll finish this. Danke, dass du das finishst. Irgendwo einer gestunt? Ja, genau, von meiner Fresse einer gestunt. Wide open! If you wanna live, get out of my way. Wir haben irgendwas gemeistert. Was haben wir denn hier? Da, Kalzitstiefel gemeistert. So, hast du überhaupt irgendwelche Stiefel, die du noch tragen musst? Bestimmt. Wobei, von den Stiefeln habe ich, glaube ich, gar nicht so viele verschiedene. Kampfstiefel kann er noch tragen und diese Fluoridstiefel. Ja, das Problem ist, weil ich ja so wenig levele, so wenig kämpfe, komme ich halt mit dem Meistern nicht hinterher und dementsprechend muss ich hier teilweise schon, ja, guckt euch das an, was für Schuhe tragen, die meinen Damage jetzt ziemlich weit runtersenken. Aber okay, bei Lafis ist es auch nicht so wichtig, dass er jetzt weniger Schaden macht. Und das ist auch noch der normale Angriff. Da ist es noch halb so schlimm, denke ich mal, wenn er da an Damage etwas verliert.
Ja. Das kommt davon, wenn man so wenig kämpft. Gut, ja, da ist schon der Ausgang. Nicht der Ausgang, sondern da werden wir gleich wahrscheinlich Kurgane treffen. Den Schmied, den legendären Schmied aus den Legenden. Hier ist noch ein Weg. Oder ist er hier sogar? Oder was ist hier? Nein, eine Kiste. Und dann geht es da noch weiter. Wahrscheinlich nur Katzgeister, oder? Heilmitteltrank, sehr gut. Und, ist da noch eine Kiste? Ne, ist noch ein weiterer Weg. Ne, es würde noch eine Kiste hier sein, wenn da oben über meiner Minimap etwas angegeben wäre. Ist es aber nicht. Hey, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? What the fuck? Wo bin ich hier jetzt? Was mache ich hier? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Da ist ein Stein, den ich kaputt machen kann. Moment, wen hatten wir noch nicht gesehen, wie er Steine kaputt macht? Ach, Rukuru ist jetzt komplett raus aus dem Team. Ah, okay. Warte. So. Haben wir den schon mal gesehen? Ja, okay, gut. Das war jetzt ganz simpel. Was ist das für ein Dungeon? What the fuck? Hier ist noch ein Abschnitt. Der Dungeon verwirrt mich. Ich wollte doch eigentlich nur zu Kurugane. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und jetzt irre ich hier rum und gehe von einer komischen Kriechangelegenheit zur nächsten komischen Kriechangelegenheit. Das verwirrt mich alles. Es ist mir viel zu wirr. Bitte führe mich wieder in das lineare Gameplay ein. Das wäre sehr nett. Lass mich raten. Da ist wieder so ein Scheiß, wo ich dann jetzt wieder durchklettern kann. Nee, okay, hier sind noch Katzgeister. Es ist wahrscheinlich hier alles nur zum Items sammeln. Ja, da hinten ist auch noch eine Kiste. Das heißt, dieser Abschnitt ist wirklich nur für die eine Kiste. Und sonst nichts. Oder? Da ist wieder so ein kleiner länglicher Abschnitt auf der Minimap. Nee, das war für die Kiste wahrscheinlich. Ja, das ist für die Kiste. Ja. Gut. Hier sind keine Löcher, wo ich durchklettern kann? Nee, okay. Kiste? Succubus-Ohren. Oh, lol. Unsere kleine Magie, du möchtest gerne ein Succubus sein. Also an der Gruppe kannst du dich ruhig austoben als Succubus. Aber sie macht noch ihre angelaufenen Ohrringe fertig. Danach kann sie die Succubus-Ohrringe haben. Wir haben auch hier noch Calcit-Ohrringe für sie. Hm, okay, wir haben mehrere Ohrringe für sie am Start. Gut. Diese Bande greifen wir mal an. Wind. Ja, mit Wind kann ich auf jeden Fall dienen. Aber nicht mit dir. Moment, So. Ich möchte wechseln. Wieso kann ich nicht wechseln? Ach so, ich habe keinen SA. So. Nein. Hä, wieso kann ich... Ach so, Moment, ich wechsle gerade falsch. Nein, so, perfekt. Jetzt bin ich richtig eingewechselt. Ich töte mal die kleinen Würmer erst. Alter! Och, komm schon! Okay, jetzt. Burn! You're wide open! Und ich will erst auf die kleinen Würmer hier drauf. Alter! Wie sie mir einfach meine komplette SG rausgenommen haben! Wow! Perfekt. Schnell wieder zurückbekommen. So, wechseln wir mal kurz auf den Gegner. So. Und? Boom! Boah, sieht nice aus. Sieht nice aus. Das sind so viele kleine grüne Dinger. Sieht nice aus. Da. You're wide open! Und nochmal. Zack, 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 zack. Okay, der hat geblockt. Alter, bin ich langsam. Aber er ballert gut rein auf jeden Fall, der Eisen. Alter, wie die mich immer stunnen. Ah, ich bin verlangsamt. Perfekt. Alter. Eisen kann aber auch gut stunnen, habe ich das Gefühl. Aber er wird doch zu Tode gestunnt. Guck dir das an. Er hat mich einfach nebenbei gestunnt. Er hat mich einfach nebenbei weggestunt aus seinem Leben. Ekliger. Irgendwas gemeistert hatten wir gerade. Erdring. Was möchtest du für einen Ring tragen? Ja, könnt ihr den Wasserring von mir aus. Ansonsten, warte, da war doch gerade noch irgendwas, oder? Ich glaube nicht. So, meine Expedition ist zurück. Expedition?
Haben wir eine neue Insel? Ja, neues Gebiet. Perfekt. Die Kanono-Insel. 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 Scout-Ship. So. Gut. Zurück. Ich möchte auf jeden Fall heute noch mit Kurugane reden. Wahrscheinlich spreche ich gerade wieder seinen Namen falsch aus. Ich kann mich gerade nicht genau daran erinnern, wie der geschrieben war. Ich hoffe, sie schreiben ihn gleich nochmal, damit ich ihn mir nochmal durchlesen kann und versuchen kann zu verinnerlichen. Deshalb, bitte. Das will ich auf jeden Fall heute noch machen. Damit will ein bisschen noch die Side-Stories hier bezüglich, da sind keine Kisten mehr hier. Wieso ist dann hier noch so ein großer Abschnitt? Wieso ist hier so ein großer Abschnitt? Kann ich hier wieder irgendwo durchklettern durch irgendein Loch? Diese komischen Abschnitte hier. Oder ist, wegen diesen drei Katzgeistern bin ich jetzt, Katzseelen bin ich hier hingekommen. Nee, da ist noch ein Loch. Alter, was ist das denn hier für ein Abschnitt? Ah, ich muss sogar hier hin. Ah, okay, gut. Oh, ich dachte, das ist alles optional. Oh, gut. Ja, dann bin ich ja aus Versehen richtig gelaufen. Perfekt. Speichern? Heißt es, ich muss gleich noch kämpfen? Oh, nee. Ich will doch nur etwas über Shigure, Rokuro, Sturmheulen, Sturmbrecher herausfinden. Und was es jetzt mit auf sich hat, von wegen, dass Rokuro angeblich das falsche Schwert hat. Und wieso hat Rokuro sein fucking Schwert jetzt nicht im Kampf benutzt? Wenn er das richtige Schwert haben muss. Ich dachte vor allem, behält er das Schwert, also meine Theorie war, dass er das Schwert behält extra für Shigure. Aber wie es aussieht, dann doch nicht. Wow! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. Ha! Doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. Uh-huh. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual-wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Uh-huh. Er zermatscht gerade seinen Kopf. We'll wait outside. Er zermatscht gerade seinen Kopf. Das nenne ich mal Leidenschaft in seinem Beruf.
Auf jeden Fall. Gut, da hat sich das auf jeden Fall bestätigt, dass die Person, die damals einen Spoiler geschrieben hatte, nicht gespoilert hatte. Weil die Person, die damals gespoilert hatte, dass sie mal gemeint hat, dass sie mir alles komplett bezüglich Sturmheulen gespoilert hatte und Rukuru gespoilert hatte, hat im nächsten Part dann geschrieben, dass das kein Spoiler war. Hat sich wahrscheinlich wohl nur falsch ausgedrückt in dem Falle, weil es klang halt wie ein Spoiler. Und ja, gut, dann ist es doch wohl was ganz Simples einfach. Es trägt das einfach nur symbolisch mit sich und das ist wirklich einfach nur ein Fake. Ha, okay. Gut, dann ist das die Legende, über die letztes Mal geredet wurde, dass man versucht, das Sturmheulen zu zerbrechen. Ja, Rukuru einfach nur versucht, diese Legende nachzugehen und auch das Sturmheulen zu zerbrechen. Und Shigure ist wohl derjenige, der der ist das Erbe, der darf das Schwert tragen, weil er wahrscheinlich auch der Älteste in der Familie ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass alle seine Geschwister gestorben sind, weil sie alle versucht haben, auch das Schwert zu zerbrechen von Shigure. Und sind alle daran gescheitert und er hat sie alle getötet. Und jetzt ist Rukuru der Letzte, der noch übrig ist in der Familie. Der vielleicht noch schaffen kann, seinen eigenen Bruder zu besiegen und das Schwert zu brechen. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, was genau überhaupt mit brechen gemeint ist. Meinen sie wirklich wortwörtlich brechen, das Schwert also zerstören? Oder meinen sie einfach nur mit brechen, also sage ich mal, denjenigen zu besiegen, der diese Gottesklinge führt? Ja, und es geht dann wirklich einfach nur um halt so einen Familienkampf, um halt, den Stärksten der Familie zu besiegen, sozusagen. So ein Rangkampf halt sozusagen. Deshalb, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber das war auf jeden Fall interessant, dass das alles nur ein Fake ist und, ja, okay. Gut, das war's dann für heute. Ich bedanke fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein, wenn wir vielleicht Rukurus neue Waffen bekommen. Und, bis morgen. Pünktlich um 17 Uhr wieder. Tschüss.